Also es gibt mittlerweile drei Platten. Bei der ersten ist auch Fleetwood Mac drauf, Doobie Brothers. Also das war jetzt nicht. Das war jetzt theoretisch nicht so schwer zu lizenzieren, weil. Aber Fleetwood Mac war trotzdem. Das machen wir danach. Es gibt einige Künstler, die. Alle Leute, die mich wegen Tools oder Discovery sagen, immer, du musst ja ständig in Plattenläden rumhängen. Nie. Also ich habe mein Leben in Plattenläden verbracht, aber mittlerweile. Ich will kaum noch in diesen Drecksdingern, weil im Internet finde ich die Sachen noch viel besser. Es gibt irgendeinen Blog, es gibt zig Blogs für jeden, egal wie absurd dein Musikgeschmack ist. Es gibt einen Blog im Internet, wo jemand sich die Mühe macht, diese Platten hochzuladen, die man nicht mehr kaufen kann. Und dann lade ich mir die runter mit mir an oder ich streame sie und dann entscheide ich, ob die Songs gut sind. Also ich weiß, das will keiner hören, aber ich kaufe mir nicht die Vinyle und mein Wissen über Musik hängt von der Zeit, als ich auf den Flohmarkt gegangen bin und mir irgendwelchen Kram gekauft habe, weil der 50 Cent gekostet hat. Aber heute ist es anders. Es gibt Künstler auf den Platten, die haben zum Beispiel selber ihre Platten damals rausgebracht. Sogar in den 70ern gab es ja Independent-Labels. Das hieß dann praktisch, es gab keine Independent-Labels. Der Künstler hat gesagt, ich habe diese Platte, hat kein Label gefunden, hat die dann selber rausgebracht mit 500 Stück. Und diese Typen, diese Labels gibt es natürlich alle nicht mehr, die Typen sind oft tot. Und irgendwann sind diese Rechte übergegangen an irgendjemand. Und die Kunst ist halt, denjenigen zu finden. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ich telefoniere den Namen durch in Los Angeles. Ich gucke im Internet, ob er in irgendwelchen sozialen Netzwerken ist. Man versucht, den Künstler zu finden als Basis von allem. Dann versucht man, den Künstler zu kontakten, dann versucht man, dem Künstler zu erklären, was man macht. Toll ist, dass zu 99% der Künstler sich so wahnsinnig freut darüber, dass sich nach so langer Zeit niemand für seine Musik interessiert, für die sich damals niemand interessiert hat. Also es ist eine ganz tolle Sache, weil der hat gedacht, der hat eine Platte gemacht, die hat damals niemand gekauft und die kennt auch keiner. Und dann kommt da so ein Typ aus Deutschland und fragt ihn, ob er den Song lizenzieren darf. Der ist natürlich erstmal. Und leider ist das damit nicht gegessen, weil das Recht hat er natürlich nicht mehr und er weiß gar nicht, wem die Rechte gehören. Weil also diese Firma ist verkauft worden, dann ist das nochmal verkauft worden, dann ist der Katalog weitergegeben worden. Am Ende endet es immer bei Majors. Die Majors haben alle Kataloge, die enden irgendwann bei einem Major. Und da muss man den Major davon überzeugen, dass ihnen die Rechte gehören. Das heißt, was total absurd ist. Nicht wissen, was ihnen eigentlich gehört. Ja. Also wir fragen bei Warner an, einen Künstler, und dann kommt die Antwort, haben wir nicht. Dann schickt man ein Foto von dem Cover, wo der Name draufsteht. Also wenn diese es gibt ein noch absurderes Beispiel ist ja eine Platte, die rausgekommen ist bei Columbia, das gehört mittlerweile zu Sony, die total gefloppt ist. Und selbst das taucht im Sony-Katalog nicht auf. Und da muss man Sony ihre eigene Platte als Foto schicken und sagen, guck mal, Columbia Nummer 57359. Und dann kommt immer noch zurück, haben wir nicht. Und dann muss ich versuchen, den Künstler zu finden. Und es gibt tolle Geschichten, es gibt wirklich, wirklich tolle Geschichten. Das Tolle ist, das sind bei Tucson Whistle, das ist alles dieser West Coast Sound. Es gibt so ein bisschen Autofahrmusik, ein bisschen melancholisch. Das heißt, die Leute haben Musik gemacht, die eigentlich dafür gemacht war, im Radio zu laufen und mega erfolgreich zu machen. Das ist sowas wie Horn and Oats und sowas. Davon gibt es aber ganz viele, die natürlich keinen Erfolg hatten. Und wenn man versucht, die zu finden, passieren ganz lustige Geschichten. Einmal stellt man fest, dass die Hälfte von denen Millionäre sind, weil diese Generation der 70er Jahre Songwriter ist eine ganz erstaunliche Generation, weil die alle, nachdem sie selber Musik gemacht haben, erfolgreich oder nicht erfolgreich, Songschreiber für andere geworden sind. Die Musikindustrie von L.A. Mitte 70er bis Ende 70er, Anfang 80er hat einen unglaublichen Einfluss bis heute. Lady Gaga-Songs werden von den Künstlern geschrieben, teilweise, die auf diesen Platten drauf sind, mit deren Namen man noch nie gehört hat. Und das Interessante ist einfach, dass man versucht, jemanden zu finden, dann hat man den am Telefon und dann erzählt er einem, ich freue mich total, dass du diese Platte, dass du dich dafür interessierst. Und dann fragt man ihn, was er so gemacht hat seitdem. Und dann sagt er, ja, vielleicht kennst du, ich habe so ein paar Songs geschrieben, einer heißt irgendwie Wonderland. Der andere ist Live to Tell, das war, die Künstlerin heißt Madonna.
Also das sind Leute, die haben wahnsinnig viel Geld mit Songschreiben, haben aber damals Songs geschrieben wie jeder andere, die keine Musik haben.